Es wird endlich mal wieder Zeit für das extremste Wettrennen, das es in Minecraft gibt. 150 Spieler treten gegeneinander an. Wer schafft es, innerhalb von 90 Minuten die weiteste Distanz zurückzulegen, ohne dabei aber zu sterben? Denn sollte einmal ein Herz weg sein, wird dieses für immer wegbleiben. Und ganz wichtig, wir spielen heute auf einer ganz besonderen Map, beziehungsweise auf zwei. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr sofort. Lasst aber vorher einen Like da, abonniert diesen Kanal, schaut auf bastigrg.shop vorbei und ganz viel Spaß mit diesem Deathrun. Ja, das ist ganz schön voll und das ist ein Zeichen dafür, dass es mal wieder Zeit ist für einen weiteren Death Run und zwar einen unfassbar ekelhaften. Wir werden 50% im Basalt Delta spielen, die anderen 50% in einem Growth Biom, in den ekligsten Nether Biom und mit einem der ekligsten Growth Biom. Aber mit meinem Teammate an meiner Seite wird heute bestimmt alles gut gehen. Wichtiger, ich brauche 100 plus Prozent. 150%, ja! Ich brauche alles von dir. Wir werden insgesamt 90 Minuten laufen. Es geht sofort los in eine Richtung. Welches Team nach 90 Minuten die meisten Blöcke zurückgeholt hat, gewinnt das Ganze. Und glaubt mir, gerade der Anfang ist immer äußerst chaotisch. Okay, was mache ich? Holz. Holz? Du kannst mir sehr gerne auch für den Anfang direkt mal eine Steinspitzhacke auch geben. Ihr seht selber, es ist am Anfang hier im Nether noch ganz schön langsam. Liegt nämlich daran, ein Death Run, das Death kommt nicht von irgendwo her, sondern tatsächlich, wenn man stirbt, ist man einmal raus. Aber wir spielen das Ganze in ultra, ultra Hardcore. Das bedeutet, dass wenn einmal ein Herz weg ist, dann ist das tatsächlich für immer weg. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, sehr, sehr, sehr gut aufzupassen, wo man hintritt, denn ihr seht selber, Basalt Delta, es ist alles voll mit Lava, mit Magmablöcken und mit sehr vielen Gefahren. Und, Bei mir ist ein Outpost, Basti. Ja, den kannst du gerne versuchen, mal mitzunehmen, während ich mich hier im Schneckentempo, ja, mit den anderen hier ein bisschen voranbewege. Die ersten Leute sterben schon, das kann heute nämlich ein bisschen schneller alles gehen. Ich kann aber so viel erstmal sagen, wir geben unser Bestes. Lasst dafür auch auf jeden Fall gerne einen Like da, abonniert auf jeden Fall den Kanal, schaut bei Wichtiger vorbei und schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, welche Platzierung ihr uns beiden heute zutraut. Ich werde am Anfang auf jeden Fall ein bisschen gucken. Ihr kennt meine Taktik bei Deathruns. Es ist kein Sprint, es ist mehr oder weniger ein Marathon. Und am Ende ist es entscheidend, die wichtigen Meter zu machen. Also Basti, ich habe schon mal die erste gute Nachricht. Wichtiger, ich mag gute Nachrichten, vor allem von dir. Eisenschwitzhacke in den ersten zwei Minuten. Das ist deswegen so stark. Ich mach dir alles, Basti. Was willst du haben? Stein, Tools, Essen. Ich geb dir alles. Also, ich würde erstmal eine Eisenspitzhacke auf jeden Fall begrüßen. Wäre unfassbar gut. Und ich kann dich auch, by the way, es fühlt sich nicht so an, weil vor mir sind eigentlich gefühlt 20 Leute, aber wir sind in den Top 5. Ich habe das Gefühl, dass du da auf jeden Fall großen Teil gerade dazu beiträgst. So, ich habe reingelegt, du kannst rausnehmen. Ja, ich traue mich gerade noch nicht so ganz. Denn, Leute, ihr seht gerade am Anfang, ja, das ist ja absolut brutal. Ey, wirklich, ich hoffe, dass unsere Performance hier ordentlich sein wird. Ich werde, glaube ich, mich mal ein bisschen hier vordrängeln. Denn gerade am Anfang wird es wichtig sein, sich ein bisschen abzusetzen. Und, zack, mal so ein bisschen meinen Private Weg hier aufzubauen. Das große Gefährliche, worauf Wichtiger auf jeden Fall achten muss, in einem Growth-Biom, in dem er sich befindet, hat er sehr viel Powder-Snow. Wichtiger wurde, hat sich extra nochmal sehr damit auseinandergesetzt, wie man Powder-Snow mit normalen Schnee auseinanderhalten kann. Deswegen hoffe ich, dass du heute nicht so viel Schaden durch Powder-Snow nehmen wirst. Also ich sag, wenn ich auch nur ein halbes Set Powder-Schnee Schaden krieg, ich auf. Ja? Also ja. Das wird nicht passieren, Basti. Das wird nicht passieren. Es wäre nicht so schlimm. Wir müssen auch ehrlich sagen, wir haben ja 10 Herzen. Die können wir uns ja gut einteilen, das ist alles in Ordnung. Das Gute an dem Run heute ist auch, dass wenn eine Person aus dem Team stirbt, was bei uns hoffentlich nicht passieren wird, dann kann die andere Person noch weiter spielen und kann weiter nochmal für den Punktestand eben weiterarbeiten. Wir haben auch ein paar, glaube ich, ganz interessante Taktiken, die werdet ihr auch gleich noch zum Einsatz sehen. Eine kann ich ja schon mal direkt verraten. Eventuell wichtiger, wenn wir vielleicht eine Trapdoor machen kann. Das wäre wunderbar, denn ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, ich kann Wichtiger nicht so viele Sachen hier aus meinem Basalt Delta geben, aber deswegen ist es sehr gut, dass eben Wichtiger in der Overworld ist. Dort hat er unter anderem Bäume, ein bisschen Essen einfacher und eben halt auch mit so Strukturen wie einem Outpost. Ein bisschen bessere Möglichkeiten. Oder sieht es bei dir jetzt auch nicht so gut aus? Ja, alles super. Was man auch nochmal sagen muss, es gibt riesige Eisseen, wo man wirklich unendlich viele Meter zurücklegen kann. Ja. Und deswegen, ich denke, das Ganze wird auch heute so ausgehen, dass ich im Fall einen Großteil der Blöcke hier zurücknehmen werde, glaube ich. Das auf jeden Fall. Ich versuche trotzdem meine Aktien hier mit in der Aktion drin zu haben. Jetzt. Kannst du mir vielleicht ein paar Blöcke geben? Ja, das
kriegen wir hin. Wenn ihr generell Ideen habt, Leute, für weitere Deathruns, irgendwie Biome oder irgendwas so vor Augen habt, ey, macht das doch mal, wäre bestimmt super spannend. Schreibt es auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Biom-Kombinationen vor Augen und eventuell werde ich auch mal die Möglichkeit haben, vielleicht was Entspannteres zu spielen, weil Basalt Delta ist wirklich, ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres als tatsächlich das hier. Um euch auch nochmal ganz kurz die Übersicht zu erklären, wenn es nicht schon selbsterklärend ist. Links seht ihr unsere komplett zurückgelegte Strecke, das sind aktuell 1300 Blöcke. Rechts daneben insgesamt, wie viele Herzen schon verloren gegangen sind. In der Mitte der Timer, wer hätte es gedacht. Rechts davon, wie viele Spieler aktuell noch im Deathrun sind. 144, wir sind gestartet mit 150. Und 6 Spieler heißt dementsprechend, wenn wir 150 waren, dass halt, ja, 6 Spieler gestorben sind. Tut mir auf jeden Fall sehr leid an diese Spieler. Wir geben unser Bestes. Und wichtiger, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Okay, alles gut, ja? Was aufgefallen? Wir sind Erster? Wir sind Erster. Was? Boah, was? Hast du eine schlechte Nachricht oder was? Nö, alles gut. Ich bin gerade nur ganz, ganz tief gesunken. Also, aber ich komme klar, ich komme klar. Ohne Schaden, oder? Also. Ja, ohne Schaden, flawless, alles gut, alles super. Gut. Super. Und ich muss hier mal ganz kurz... Oh mein Gott, Basti, ich sehe meinen Chef, da muss ich reingehen, oder? Eigentlich schon, weil es spawnen halt keine Monster, ja, du kannst dir Kisten genau, gönnen. Genau, genau, genau. Ich geh rein. Wie gut, hä? Vor allem Essen wird ein bisschen problematisch. Wir werden nicht so viel Essen brauchen, weil wir halt kaum... Also, wir werden halt nicht regenerieren und das wird größtenteils halt immer wieder den Hunger verursachen. Aber dadurch, dass wir trotzdem sehr viel laufen werden, wird es schon mal wichtig. Okay, Basti, erste Loopbox, oh mein Gott, bitte. Zwei Dias, Eisenspitzhacke. Nein, oh mein Gott. Hast du gerade zu einer Kiste, Loopbox gesagt? Was für ein Geist denn sonst? Ja, Loopbox ist interessant, habe ich noch nicht so oft gehört. Warte mal, hier nehme ich mir raus, die Eisenspitzhacke, dann gehe ich direkt Dias farmen. Oh Gott, ich will es gar nicht aussprechen, aber... Also eine Dias-Spitzhacke nehme ich dankend an, auf jeden Fall. Ja, ich gucke, ob ich organisiert bekomme, ja? Ja, am Anfang seht ihr auch gerade... Also, ne, wir sind jetzt 8 Minuten halt erst im Run, dass das ganze Feld noch nicht so ganz verteilt ist. Hinter mir sind gefühlt noch 10 weitere Leute, die auch meinen Gang benutzen wollen. Ist an sich nicht verboten. Nur das Problem ist, wenn jetzt halt hier jemand Lava oder so aufbaut, ja, dann werden auf jeden Fall mehrere Leute sterben. Deswegen haltet auf jeden Fall Sicherheitsabstand. Ich bin hier nicht eure Lebensversicherung. Egal, was passiert, wichtiger, wir können auf jeden Fall zwischendurch sagen, wir waren Erster. Jetzt fallen wir wieder ein bisschen ab, aber es ist eigentlich taktisch gesehen sehr, sehr clever, dass du, solange die Monster noch nicht gespawnt sind, halt wirklich so eine Möglichkeit mitnimmst, wie jetzt halt ein Mindshift und so weiter. Und ja, momentan gibt es hier ein bisschen das Krabbel-Gameplay, aber ich glaube, gerade dadurch, dass ihr zwei POVs hier mal wieder habt, ihr werdet hier ein unfassbar abwechslungsreiches Video sehen und wir starten gleich in Richtung 2000 Blöcke. Ich bin super zufrieden. Das sieht super gut aus, was wir hier machen. Hey, ja, klar. Und nochmal zur Taktikbesprechung. Logischerweise, ich glaube, viele von euch haben auch schon so überlegt, okay, Strider könnte eventuell somit das Beste sein, was man machen kann. Ist auch an sich korrekt. Und das Problem ist, ein Basalt Delta und dort einen Warped Fungus zu holen, die gute alte Dia-Spitzhacke, Grüße an Fiete an der Stelle, wird ein bisschen schwierig, weil die spawnert hier nicht. Also, soweit ich weiß. Was aber auf jeden Fall hier auch spawnt, sind Festungen. Und da noch keine... Also, Festungen werden nachher richtig brutal. Weil Blazes, Wither-Skelette, alle Monster aus einer Festung möchte ich eigentlich nicht sehen. Auch nicht Magma-Cubes. Ich habe überhaupt keine Lust darauf. Aber aktuell könnte so eine Festung noch ein bisschen entspannter sein. Boah, Eisenspitzhacke Nummer 1 ist schon down. Basti ist hier ordentlich am Verbrauchen. Ja, ich organisiere direkt die nächste. Ich brauche ein bisschen Kohle, dann kann ich direkt schmelzen. Ich habe nämlich 12 Eisen. Ich wünschte, ich könnte dir auch ein paar Sachen manchmal geben aus meinem coolen Biom, aber... Ja, da gibt es nicht viel zu bieten, ne? Ich könnte Glowstone geben. Oh, top. Hau rüber. Ja, rein theoretisch, wenn wir über Glowstone schon direkt reden, es wäre auch an sich möglich, Tränke zu brauen. Oh. Du könntest halt Wasserflaschen ranholen irgendwie. Ich könnte halt Netherwarzen, Magma Cream oder halt auch Zucker von dir. Dann könnten wir halt auch ein bisschen Speed machen. Ich sag dir aber ehrlich, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, ob es so gut ist für mich mit Speed hier lang zu traveln. Eher wäre es was für dich, glaube ich. Ich könnte dir einen Lava-Eimer geben für den Ofen. Nee. Apropos Eimer, wir organisieren dem Basti jetzt erstmal einen Powder Snow Bucket. Clever. Weißt du warum? Erklär's mir gerne, ich habe gar keine Ahnung. Boah, okay, krass, okay. Guck mal, du bist ja im Nether, ne? Da ist ja Feuer. Aha. Und mit einem Powder Snow Bucket kannst du dich löschen, falls du brennst. Ey, das ist clever gemacht. Ich habe keine Spitzhacke mehr und mir werden die Blöcke gerade hinter mir zugebaut. Und dann du bald eine neue hast. Eine gute Nachricht für dich. Zack, Blöcke und... Das war's. Okay, danke dir. Sehr gute Arbeit, wichtiger. Ich bin sehr stolz auf dich und du kannst gerne... Ich möchte natürlich nicht nur, dass du dich um mich kümmerst. Ich bin mit den ersten 12 Minuten sehr zufrieden. Ich hol die Blöcke jetzt. Ich hol sie. Denn wenn wichtiger jetzt erstmal wieder vorliegt und ordentlich auch Blöcke travelt, weil am Ende wird wichtiger auf jeden Fall mehr Blöcke am Ende gut machen als ich jetzt. Trotzdem ist jeder Meter, den ich auch mache, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn ich glaube, am Ende wird nur ein Team gewinnen können, wenn eben beide noch am Ende leben. Bin mal gespannt. Könnt ihr auch gerne in eure Kommentare mal mit reinverfassen, was ihr vermutet, wie viele Leute werden am Ende noch vom Deathrun hier leben. Ich könnte uns ein Schild machen, wenn du willst. Schild nehme ich gerne mit, weil denn yes. Monster spawnen jetzt nämlich auch und gerade bei dir mit Skeletten und Zombies und allem möglichen könnte das sehr, sehr unangenehm werden. Aber dein Schild liegt und ich mache mal meine Augen auf, ja? Wenn du Bock hast, kannst du ein paar Netherrack maybe ins Backpack legen, weil so Blöcke wäre auch gut, so, weißt du? Ja, sehr gerne. Also du hast zu wenig Blöcke, ne? Ich habe dir mal ein Stacky reingemacht, so fast. Ja, yeah, danke schön. Also es ist auch mehr
merkwürdig. Es ist eigentlich unfassbar risky, halt dauerhaft im Kriechen, weil wenn jetzt Lava kommt, habe ich viel weniger Zeit zu reagieren, weil ich halt auch sehr langsam hier unten bin. Aber ich baue halt wirklich einfach nur 50% der Blöcke ab. Dadurch habe ich mehr Durability, kann zwar nicht sprinten, aber ist an sich stabil. Guck dir mal ganz kurz Team 1 und 2 an. Beide nur noch... Tot! Also, tot! Nur noch allein. Warte mal, was? Die haben nicht ganz verstanden, wie das Ganze hier funktioniert. Basti, erklär's nochmal. Sprint-Marathon? Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es geht nicht darum, wer nach 10 Minuten auf Platz 1 ist, sondern wer nach 90 Minuten auf Platz 1 ist. Aber, ich sag dir ehrlich, es sind jetzt halt auch schon fast wieder 30 Minuten rum. Also von daher, die Zeit vergeht so schnell. Ja. Aber guck mal, wie schnell wir gerade Blöcke machen, Basti. Siehst du das? Das sind 100 Blöcke alle 3 Sekunden. Das machst du gerade super gut, weil gerade so Eis... Lass mich raten, Boot-Eisfläche? Boah, wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, ich habe vielleicht schon ein bisschen Minecraft gespielt in meinem Leben. Boah, ich habe eigentlich gar keine Lust. Oh mein Gott, das ist hier auf so einer offenen Fläche. Boah, ich sehe vor mir jemanden mit einer Diaspitze. Ich bin so hardcore neidisch. Oh mein Gott. So, moin Chef, du machst das schon? Oh mein Gott. Ich sehe einen Zombified Piglin mit der Angel auch in der Hand. Kann der die dann droppen? Nein, oder? Ich glaube, der droppt die nicht. Ansonsten würde ich hier gerade wirklich Autobahn-Überholspur. Aber wichtiger, guck mal ganz kurz auf Platz 1. Guck mal, wie eng das hier in der Top 5 ist. Ey, gib mir 3 Minuten, um ein bisschen erster Basti, ja? Boah, ist der confident. Boah. I like. So muss es sein. Und wir müssen ganz kurz festhalten. Noch kein Herz weg, ne? Nicht, dass gleich passiert. Es darf nicht passieren, was. Ja, wir dürfen es halt wirklich nicht jinxen. Ich bin leider so ein Jinxer. Siehst du eigentlich viele Spieler bei dir oder ist alles ein bisschen entspannter? Boah, nix. Ich sehe gar keinen. Also, ehrlich, ich spiele ja viele Deathruns. Das ist wirklich der Deathrun, bei dem ich halt die meisten Spieler sehe. Wir sind ja alle, weil wir müssen ja alle dieselben Wege gehen. Wir gehen halt alle Wege klar. Der Erstplatzierten so, weil. Ja, wäre auch dumm, wenn halt nicht, ne? Also, wenn so 100 Wege sind, das macht auch keinen Sinn. Dann geht's weiter mit der Eisfläche. Sehr gut. Netherdecke ist, by the way, auch keine Option. An die Leute, die das vielleicht schreiben, Netherdecke ist hier deaktiviert. Es gibt keine Möglichkeit, auf diese zu kommen. Und falls ihr, also es sollte eigentlich relativ offensichtlich sein, PvP ist eben auch deaktiviert. Boah, wie ich hier durchdrifte. Auf der 3, Basti. Boah, ich mag das nicht, jemanden hinterher zu laufen, weil der halt so die Mobs spawnt und dann... Also es ist traumhaft, wenn du in der Overworld bist und Erster bist, wirst du kaum Monster sehen, weil du die Chunks nur für die anderen immer lädst. Wenn du Erster bist, dann ist das so angenehm für dich. Wichtiger, mein Bester. Ich glaube, du willst dasselbe sagen wie ich, oder? Ja. Echt? Boah, Bro, das ist also, wir sind wirklich unfassbar. Seit Anfang an sind wir wirklich vorne dabei. Das ist normalerweise, normalerweise hole ich das Ding mal von hinten immer ein bisschen auf, aber meinetwegen nehme ich das heute auch so gerne mit. Dann müssen wir das aber auch halten, ne? Wir müssen das auf jeden Fall halten. Ich muss hier halt immer wieder, also du baust dich hier aus einem Berg raus, auf einmal siehst du so einen 400 Blöcke langen Lavasee und musst erstmal überlegen, was du jetzt als nächstes am besten machst. Und dann siehst du halt Wege. Wer hat sich denn da in Richtung einer Festung gebaut? Aber guck mal, wie schnell das geht. Also ich weiß noch, dass wir uns vor einer Minute gefreut haben, dass wir Erster sind. Ich wollte es gerade sagen. Ich hab mich gefragt, weil ich habe mich jetzt gerade um Essen kümmert. Ich habe gerade meine Kartoffeln gebraten, ja. Wie machen das die anderen jetzt eigentlich mit dem Essen? Das würde ich echt mal gerne wissen. Ich glaube, das halt halt immer wieder on the go, so vielleicht mal ab und zu. Aber es gibt halt wirklich nicht viele Tiere oder es gibt nicht viel on the go, was man bei dir holen kann, ne? Wie, es gibt Wölfe, Füchse und Hasen und nur einer davon droppt Fleisch. Und das gibt halt einen halben Hungerbalken, ne? Also ich glaube, vielleicht brätst halt, ne? Nachts halt angeln oder so. Ich könnte dir halt eine Angel machen, ne? Ja, aber das ist auch nicht irgendwie das Wahre, weißt du? Ja, verstehe schon. So, immer schon wieder die Spuren verwischen, dass keiner hinterherkommt. Und das erste Drittel ist geschafft. 30 Minuten sind rum. 7 Herzen, man hat es kurz gesehen, sind verloren gegangen. 40 Spieler insgesamt tot von 150. Also wenn es in dem Pacing weitergeht, dann werden auf jeden Fall noch ordentlich viele Spieler überleben. Das ist eigentlich quotentechnisch ein super guter Deathrun. Also da hatten wir teilweise schon mal ein paar brutalere. Ich habe wieder kein Essen mehr, ne? Ich müsste jetzt, glaube ich, meine Kartoffel langsam weiter vermehren. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, Angeln ist dann doch echt die bessere Methode. Oh, meinst du? Ich glaube, Angeln ist wirklich schneller als auf Bowmeal grinden. Du holst dir ein, zwei Fische oder so in der Nacht? Weißt du, die zwei Fische sind auch wieder echt schnell weg, weißt du? Also ist jetzt nicht so... Ich weiß nicht, ob das Invest fürs Angeln, wie lange es dauert, erster by the way, ob das sich rentiert, checkst du? Wie viel Eisen hast du? Kein zweiter. 2 ungebraten, 4 gebraten. Okay, ich hab Höhle, ich könnte ein Skelett holen. Also ich könnte halt auch für... Oh nein, das Ding ist halt... Oh oh, ist das das Erste? Noch nicht. Okay, hab. Sehr gut, Junge. Spawner! Skelett-Spawner! Du kannst dir eine kleine... was hast du in den Kisten drin? Die greifen mich nicht an, ich kann töten. Pass schon auf. Ich schlug schnell. Sattel! Den haben wir halt schon. Hast du irgendwie ein paar Brote drin gehabt? Da war ein Brot. Das gönn ich dir. Ich würde sagen, ich hol mir jetzt viel Kartoffeln ran. Pass auf. Nein, du läufst und Basti kümmert sich um dein Essen. Oh mein Gott, wie machst du das aber? Ich hab Pilze. Echt jetzt? Ja. Du bist der Beste. Dafür bin ich doch da. Wenn es um Pilzsuppen geht, Bro, ich bin am Start. Aber du bist halt wirklich, also du kannst so viel mehr Meter machen als ich aktuell. Ja, auf jeden Fall. Mach ich auch.
Ich glaube, das ist sogar sehr viel wert, wenn ich dir gerade auch so, wenn ich dich so halt unterstützen kann. Deswegen hast du jetzt auch erstmal, ja, 3 und 5 Recraft. Boah, das ist ein guter Recraft. Besser als ich in der AG. Guck mal, kannst du im Nether diese Kartoffel mit Bone Meal. Ja, das kann ich machen. Im Nether kann man das machen. Okay, geil, ich leg alles rein. Man kann rein, theoretisch könnte ich auch, ich könnte sogar anpflanzen für dich. Dafür braucht man halt kein Wasser, das wissen so viele Leute nicht. Ich glaube, ich brauche nur ich brauche ein bisschen mehr Licht. Ja, guck in Backpack, da ist Kohle und, glaube ich, Holz hast du. Ich war auch alles erwartet im Deathrun, ne? Aber dass ich das jetzt, also... So, Basti, mal ganz kurz der Bauer. Gute Ernte. Sehr, sehr gute Ernte. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, Essensprobleme werden wir nicht mehr so groß haben. Ich brate das jetzt auch für dich durch, ne? Geil, richtig gut, wirklich. Wir sind beide auf 10 Herzen, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, oder? Ja, das ist richtig gut, wirklich. Hätte ich nicht mehr gerechnet, als wir angefangen haben, wirklich nicht. Ich glaube, jetzt haben wir es auch ein bisschen gejinxt, oder? Ja, haben wir. Du hast jetzt nicht gerade Schaden bekommen, oder? Nein. Ja, okay, ja, ich glaube dir, sorry. Erster, Basti. Erster. Mal gucken, wie lange. Es ist halt immer so ein minimaler Schlagabtausch. Aber jetzt setzen wir uns ein bisschen ab. Ich sag, jetzt wird ein bisschen aufgebaut. Und ich werde auf jeden Fall nach diesem Deathrun Basalt Delta auch mit anderen Augen sehen. Also ich sag euch ehrlich, an die Leute, die jetzt auch auf YouTube oder so hier zusehen und nicht ganz einschätzen können, wie schwer ist das, erstellt euch mal ruhig im Singleplayer eine Basalt Delta Only Welt und versucht einfach mal durch die ohne Stuff gespawnt mal lange zu laufen. Ihr werdet merken, es kann teilweise schon unangenehm werden. 20.000. Aber Hilfe, hat irgendwie D-Max gerade... Alter, was hat denn der für eine Eisautobahn? Ich weiß nicht, wie er das macht. Also bei mir ist keine Eis, ich weiß nicht, wo er ist, aber... Boah, er ist wahrscheinlich vor mir, Basti, und ich glaube, jetzt kommt Eis. Ja, das macht Sinn. Ja. Gib mal die Eisenspitzhacke, ich könnte Goldblock abbauen, wenn es das bringt. Ja, für Rüstung. Rüstung halt, ne? Ja. Dann, ich habe eh schon Goldschuhe, dann mache ich aber noch eine Chestplate. Dann bin ich auf knackigen 3 Armor-Bars, das kann schon was bringen. D-Max ist close vor mir jetzt gerade gelaufen und diesen ganzen Mobs, die er gespawnt hat. Deswegen, ich glaube, ich gehe mal komplett nach links, damit ich all seine Mobs avoide. Checkst du so? Weil auf Taktikfuchs auch. Ja. Sehr gut, ja. Was ist das? Jetzt ist hier so eine Tomate vor mir. Was geht denn bei dir ab? Junge, hier ist richtiges Squad. Hier ist noch... Die haben alle eine Dia-Spitzhacke. Mann, sorry. Wo sind denn auf einmal alle Leute her? Auf einmal sind so 10 Leute hinter mir. Oh mein Gott, Dia-Spitzhackenspieler hat auch nochmal ein Dia-Schwert. Wichtiger, das letzte Drittel beginnt. Noch 30 Minuten. Auf geht's. 1000 Blöcke auf die 1. 1000 Blöcke auf die 1. Die haben wir gleich, 1000 Blöcke. Die haben wir gleich. Was, sie? Ich mache hier den Turbo. Glaube ich. Ich mache hier gerade. Oh. Ich auch. Bei mir war es mehr ein Witz, aber... Basti, guck ins Scoreboard. Guck ins Scoreboard. Ich sehe es. Guck rein. Auf... Die 1! Yeah. Auf geht es! Wie geil! Ja! Das ist Dicker. Wie übertrieben. Mittlerweile sind wir auch an dem Stand angekommen. Nach einer Stunde, noch 30 Minuten Restzeit. Es sind mehr Spieler gestorben, als Spieler mittlerweile auf dem Server sind. Und man muss dazu sagen, wir spielen auch nur 90 Minuten Run. Also nur in Anführungszeichen. Normalerweise, wenn wir so 2-3 Stunden spielen, sterben... Boah, ich weiß gar nicht so. Also ich glaube, wir sind eigentlich sogar im guten Durchschnitt, so wie es eigentlich immer ist. Wir nähern uns der 30.000er Marke. Und ich auch den 30.000... Die ist näher, als du denkst, Basti. Ja, ich nehme mich auch den 30.000 Milliliter, die ich heute auch schon geschwitzt habe hier im Basalt-Delta. Boah, ich sehe auf jeden Fall nochmal Pilze. Boah, aber die sind, also an die ranzukommen, ist halt wirklich... Ich glaube, das wird es am Ende nicht wert sein. Wir haben genug Essen, Basti. Wir haben 100% genug Essen für die restliche Runde. Aber wir haben keinen Schaden nehmen halt, ne? Hehe. Ja. Boah. Es ist passiert. Nein. Es ist passiert, Basti. Das 3 erste Sekunden, Mal... nachdem ich es gesagt habe. Ja. Wie viel? Boah. Ein halbes. Halbes ist sweet, das geht. Ja, komm, ein halbes. Oh Gott. Ja, okay. Das sind 2 Skelette. Ich leg's mal nicht drauf an, ja? Meine Chunks laden neu, Chat. Basti, meine ich. Das heißt, ich bin Erster, ja. Du bist Erster in der Overworld. Yes, und das ist richtig gut, weil keine Mobs jetzt vor mir spawnen. Boah, ist das wichtig. Absoluter Luxus. Alright, langsam beginnt der Schlusssprint. Bin ehrlich gesagt froh, dass wir das jetzt hier nicht so 3 oder 4 Stunden gemacht haben, weil ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte, nervlich. So, wir nähern uns auch tatsächlich jetzt den 50 Spielern. 100 gestorbene Spieler. 10 Minuten noch. 10 Minütchen. Boah, so eine Festung kann unfassbar krass sein, um Blöcke gut zu machen. Boah, unglutet vielleicht? Ich sag dir eine Sache, ne? Ja? Ich hab mir den gesamten Deathrun was gewünscht. Und wenn du es mir nicht bieten kannst, dann mache ich mir die Dia-Spitzhacke halt eben selber. Oh mein Gott, Digga, Boss. 3. Alter, ich gönn sie dir. 8 Minuten noch während des Deathruns. Aber, ja, 3 Dias in der Festung. Und ich gönn dir jetzt auch nochmal was. Vielleicht wird's für dich auch nochmal interessant. Ich hab dir mal eine Goldaxt reingemacht. Oh, Goldaxt, geil. Danke. 35.000. 35.000. Damit haben wir schon mal unsere Prognose überboten.
Alter, mit dir Spitzhacke ist echt so unfassbar gut. Schön, dass ich jetzt noch mal ein paar Minuten habe. 6 Minuten. Ich will keinen Druck machen. Es sind 800 Blöcke. Abstand nur noch. Oh mein Gott, was? Ja, ja, vielleicht habe ich doch ein bisschen. Das war knapp. Ich mach so viel ich kann. Ich auch. Ja, jetzt wird aufgeholt. Hast du Eis? Ja, aber nicht viel. Wichtig. Aber wir haben auf jeden Fall wieder Tausender. Waren wichtige Blöcke. Warum, ich will die 40k eigentlich, ne? Oh, ist ja so schön, ne? Ja, 2000 Blöcke. Lass mich kochen. Muss man auch mal ganz kurz sagen, ne? Alle Nether-Spieler in der Top 5 sind tot und Basti ist hier mit 10 Herzen. Boah, oha, Es sieht schon cool aus, ne? Boss. Bro, drück mal Tab, guck mal, wie wenig Herzen die Leute haben. Alter, Junge, die Hälfte des Servers wohnt einfach. 1355 verlorene Herzen auf 150 Spieler ist halt. Ich digga, 1000 Blöcke, du bist eigentlich in time. Komm, also, bitte. Boah, Bastian, das wird eng. Ich sehe, das wird sehr eng. Aber. Ja, also. Also, wenn du jetzt kein Eis hast, dann ist es, glaube ich, nicht mehr machbar. Ich glaube, eine absolut vorzeigbare Leistung. Duo Biome Death Run Basalt Let's Delta go. X Grove. Oh, erster Platz. Mit Bravour. 10 Herzen, let's go! Let's go! Oh, ey, Basti, wie stark! Unfassbar, das haben wir souverän runtergezockt. Guck dir das an. Oh mein Gott. Ihr seht nochmal die Top 10. Leute, wenn euch der ganze Death Run gefallen hat, lasst es uns gerne mit einem Like wissen. Abonniert beide Kanäle, schaut bei Wichtiger vorbei. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch und den nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.